Mercedes-Motorsport-Chef Toto Wolff gibt zu, dass es ein Fehler war, nicht genügend Hypersoft-Reifen mit nach Kanada genommen zu haben. Die Silberpfeile haben für Valtteri Bottas und Lewis Hamilton jeweils nur 5 Sätze zur Verfügung, während die Konkurrenz von Ferrari und Red Bull jeweils auf 8 Sätze zurückgreifen kann. Den Fahrern nicht genügend Zeit mit dem Hypersoft gegeben zu haben, ist etwas, das wir ändern würden, wenn wir es könnten, sagt Wolff. Doch weil man die Zuteilungen schon weit im Voraus tätigen musste, hatte man sich damals anders entschieden. Die Tests in Abu Dhabi haben uns zu den Entscheidungen geführt und an diese sind wir gebunden, ergänzt Hamilton. Auch er meint, wir werden auf dieses Wochenende zurückblicken und akzeptieren, dass es im Nachhinein betrachtet schön gewesen wäre, wenn wir mehr Vorbereitungszeit auf den Hypersofts gehabt hätten, doch das war nicht der Fall. Die beiden Mercedes-Piloten konnten somit im Qualifying nur die Plätze 2 und 4 erreichen. Hamilton, ich hatte Probleme. Vor allem Hamilton hatte einige Probleme und verbremste sich regelmäßig in der Haarnadelkurve, was seine Chancen schmälerte. Eine Erklärung hat er dafür auch nicht so richtig, eigentlich ist der letzte Sektor mein stärkster, aber ich hatte einfach Probleme. Schon gestern hatten wir ein paar kleine Wehrbremser, und wenn man das Setup weiter pusht, dann können solche Bereiche beeinflusst werden. Heute hatte ich beim Anfahren der Kurve ständig Probleme, das Auto zu verzögern, sei es ein Blockieren der Vorderräder oder der Hinterräder, so Hamilton weiter, der sich noch einmal anschauen möchte, wo das grundlegende Problem liegt. Denn er ist sich sicher, dass er in dieser Kurve alleine so viel Zeit verloren hat, dass es für die Pole Position gereicht hätte. Auf die fehlten ihm am Ende 0,232 Sekunden. Wolff warnt, sonst werden wir bestraft. Hinzu kommt, dass Mercedes an diesem Wochenende auf ein Motoren-Upgrade verzichtet, weil man auf dem Prüfstand feststellte, dass es nicht zuverlässig genug sei. Ausfälle tun in der Meisterschaft viel mehr weh als eine Zehntelsekunde an Performance, sagt Wolff, der er aber daran glaubt, dass auch das einen Unterschied im Qualifying gemacht habe. Ob es gut genug für die Pole oder bei Lewis für die erste Startreihe gewesen wäre, wissen wir nicht, aber es ist einer dieser Teile, die das Resultat vermutlich geändert hätten, so der Österreicher. Wir haben das Beste getan, was wir konnten, aber es ist eben eine Kombination an Dingen, ergänzt Hamilton. Er ist sich, tief im Herzen, sicher, dass Mercedes im Qualifying die Pace gehabt habe, um auf 1 und 2 zu stehen. Doch fehlende Vorbereitung auf Hypersoft, ein fehlendes Motoren-Upgrade und Wehrbremser in der Haarnadel haben das verhindert. Punkt. Daher mahnt Toto Wolff, wir dürfen nicht das kleinste Upgrade verpassen oder den kleinsten Fehler machen, ansonsten werden wir bestraft.